Eine Ritz? Ja, da fällt mir jetzt nichts drauf ein. Hab einen guten Schwitz oder so. Wir können nicht zurück zum Bahnhof. Da ist ja die Plündererinne. Der Abschaum von Mos Eisley ist hier unterwegs. Das hier sieht ganz schön alt aus. Leute in den Randgebieten müssen mit dem auskommen, was sich ihnen bietet. Hey, kannst du auch ein Geschütz auf eine EML 850 montieren? 850? Klingt gestohlen. Ist das ein Problem? Normalerweise wäre es mir egal. Aber solange das Imperium in der Stadt ist, kann ich nicht für Kriminelle arbeiten. Wenn das auf mich zurückfällt. Ja, verstehe schon. Hm. Wenn du jemanden suchst, der keine Fragen stellt, dann geh zu den Javas. Die Gleitermechaniker in Bestien handeln ständig mit ihnen. Die vermitteln dich. Leute in den Randgebieten müssen mit dem auskommen, was sich ihnen bietet. Ich halte die Augen offen. Vielleicht finde ich hier ein paar verborgene Schätze. Ja. Was habt ihr denn für Anfragen? Was geht hier? Ich gebe denen das und bekomme dann so einen Hardware-Prototyp. Das ist eigentlich nicht schlecht. Raumschiffplatten. Das Blast, das Ionenzellen. Man kriegt dann einen Energiefokus. Mach ich. So, haben wir getauscht. Schauen wir mal, was hier noch so ist. Hi. Materialien verkaufen. Schmuggelware gegen Komponenten tauschen. Bis bald. Nett, danke. Tschüss. Willst du nochmal mit dir reden? Ne, schade. Na gut. Dann schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Da hinten ist ja auch nochmal Schiff. Brauchen Sie eine Schiffmechanikerin? Bestimmt. Also, was können wir denn alles machen? Antrieb. Die Haltbarkeit enorm. Das ist halt immer die Frage, was haben wir alles und was haben wir nicht. Aber das würde ich erstmal machen, weil schon nicht unwichtig. Plaststoßkanonen, was auch immer Plaststoßkanonen sind, aber geil. Jetzt haben wir natürlich ein paar Sachen für das andere gerade ausgegeben. Aber ich denke mal, Rüstung ist schon nicht unwichtig. Obwohl Schilde wären halt auch, oder Raketen. Mehrere Ziele wären auch krass gewesen. Schilde kommen als, ne, wir müssen mal gucken. Turbolaser, boah. Das wäre auch geil. Und das müssen wir uns, glaube ich, jetzt holen, ne? Aussehen haben wir, glaube ich, doch, wir haben was Neues. Warte mal, wir haben doch das hier. Das sieht mir auch cool aus. Lackfinish. Nö, ich lasse die so. Das finde ich ganz cool. Danke. Machen Sie. Orange ist ja auch eh meine Farbe, deswegen passt das schon. Okay, dann lass mal kurz gucken. Wir haben hier noch ein paar Gelegenheiten. Wo sind die? Sind die hier? Zeig mir das mal kurz auf der Map. Nee, die sind hier im Imperiumsgebiet. Ist euer Ernst jetzt, ne? Ist auch hier? Na klar. Gar kein Problem. Easy. Aber ich muss da sowieso hin anscheinend. Wollen wir mal gucken. Ich kann noch weiter rauszoomen. Ich weiß halt nicht, ob es noch mehr gibt als nur diese vier Planeten. Man wird's wohl sehen.
im Laufe des Spiels. Hier ist Kundenkartell, mit dem bin ich ganz gut. Das soll auch so bleiben, das wäre ganz schön. So, was wäre denn... Ich habe überhaupt keine Schnellreisepunkte. Das ist ja übelst krass. Hier war ich noch gar nicht unterwegs im Dünenmeer. Ja, aber ich glaube von hier... wäre tatsächlich schneller, ne? Wir müssen jetzt lang. Ich muss aber in die andere Richtung. Scheiße, das bringt mir ja egal. Wobei, ich kann einfach von hier fahren. Und dreh dann gleich einmal im Kreis. Was? Habe ich da Sabak gehört? Bin ich dabei? Oder was? Oder wie? Oder wo? Von dem Ding halten wir uns besser fern, okay? Nö, nö. Einfach direkt gucken, was da hinten eigentlich ist. Erstmal direkt umgucken, was hier abgeht. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Elende Java-Teile. Entschuldigung, sagtest du Java? Ich suche nämlich nach den Javas. Dumme Idee. Sieh dir den Aktuator hier an. Kaum hatte ich ihn an einen Kreuzkonverter angeschlossen, gibt er den Geist auf. Ihr Schrott ist das Letzte. Ich hab nicht wirklich eine Wahl. Wie du meinst, ihre Karawane ist gerade wieder zurück ins Dünenmeer. Du kannst sie sicher noch einholen. Ne, ich dachte, das wäre jemand anderes. Hey. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Oh, die ist aber höflich. Mensch. Habe ich. Aber jetzt nicht unbedingt. Schockstift. Schockschwere Not. Achso, habe ich jetzt beide verkauft oder nur einen? Scheiert. Beide verkaufen. Ciao. Okay, da muss ich dafür hin. Da ist noch ein Händler. Da ist auch irgendwas. Da ist jemand, der mir Aufträge... Aber brauche ich jetzt? Was ist denn das da? Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Stimmt nicht. Die Modifikationen lassen vermuten, dass er wohl für einen Duck gebaut wurde. Und dem Zustand des Motors nach fuhr der wohl gern sehr schnell. Hm, dieser Duck war wohl ein Draufgänger. Ist noch was von dem Gleiter zu gebrauchen? Der ist noch ordentlich was wert. Da sind ein paar gute Teile bei. Interessiert? Klar. Und wie viel würde ein Freund von Jabba zahlen? Für dich geht das aufs Haus. Easy. Danke. Guck, da musst du auch mal sagen, wer du bist. Und dann kriegst du es umsonst. Läuft. Ich weiß nicht, was du dem Offizier gesagt hast, aber ich werde nach Bestien versetzt. Ich befinde mich an der Ostgrenze der Flug. Sollte also nicht lange dauern. Dann kann ich dir persönlich danken. Ich war schon viel zu lange in diesem Dünenmeer. Selbst im Schlaf sehe ich nur noch Sand. Ich kann gar nicht schnell genug aus diesem Bunker verschwinden. Ja gut, hier ändert sich das eigentlich auch nicht. Ist ja auch alles voller Sand. Es ist nicht leicht, hier zu überleben. Was hast du denn? Irgendwo hecke das imperiale System. Oh, Hecken ist immer so eine Sache für sich. Aber es gibt viel Geld, ne? Auch imperiales System stehen den Hundenvollstrecker. Ja, den können wir eigentlich annehmen. Der gibt jetzt nicht so viel Kohle, aber gibt guten Ruf. Ich weiß nicht. Ah, das ist für Crimson Dawn wieder. Okay. Was kriege ich hier? Teilpaket mit Blasterteilenpaket. Achso. Blasterteilenpaket mit Blasterteilenpaket. Ah. Vielleicht auch Paket mit Blasterteilen. Man weiß es nicht. Ja, mal gucken, ob wir es machen. Stildaten von den Hunden. Boah, das ist halt auch ein bisschen risky. Nee. Die anderen interessieren mich jetzt nicht so. Erledige das bitte schnell, ja? Naja, wir werden sehen. Schnauze.
Okay, was haben wir denn hier wo? Was können wir denn hier machen? Was ist denn hier los? Da spielen sie doch wieder Zabak. Da habe ich jetzt gar keinen. Oder wobei, was kann ich denn da gewinnen? Was ist das? Das ist was zu essen? Na komm. Let's start the game. Das ist schon nicht schlecht. Schauen wir mal. Das ist schon eigentlich kein so schlechter Start. Ich passe. Jetzt auch nicht gut, aber auch nicht schlecht. Na dann. Ja. Oh, ich passe. Ich behalte die Karten. Eins. Keine Eins mehr. Na gut. Okay, würfeln. Vielleicht kriege ich eine 2. Das wäre natürlich insane. Na, kriege ich nicht. Wow. Na gut, nehme ich das. Keine so geilen Karten. Einfach zu besiegen. Und schon habe ich verloren. Aber ich habe noch nichts gesetzt. Außer die 2, die muss ich ja geben. Okay, Runde 2. Ja, noch alles drin. Noch alles drin, noch alles drin. Okay, das ist schon mal wieder eine scheiß Hand. Das mal mach jetzt Pause. Mach das. Aber du wirst im Internet andere Sachen. Also das Spiel ist gar nicht so schwer zu verstehen. Du wirst aber im Internet andere Sachen bekommen, ne? Gib mir was Gutes. Weil das ist halt eine relativ einfache Variante davon. Das kann man auch mit mehr Karten spielen. Also ich weiß, auf Wikipedia zum Beispiel gibt es auch eine Anleitung. Achso. Es gibt eine Anleitung für das Spiel auf Wikipedia, aber die ist komplett anders als das hier. Ah, das ist eine 5, ne? Hm. Ah, das ist halt auch scheiße. Ah, das sieht nicht gut aus, ey, ganz ehrlich. Ja, wenn ich nicht gewinne, ist das halt scheiße. Na ja, gut, ich bin im nächsten Zug nochmal dran. Ja, ich halte erstmal und guck, was passiert. Halte. Ja gut, was soll jetzt groß passieren, ne? Keiner macht was. Halte. 2-2. Mit einer 1-4. Ja, ich habe verloren. Also ich könnte zweiter Platz werden, aber pff, bringt halt auch nichts. Ja, toll. Hier kriege ich jetzt die 1 oder was? Wenn ich 1-3 bin auf Platz 2, verliere trotzdem. Okay, wir machen nochmal. Es ist halt sehr glücksbasiert, was du bekommst, da du auch nur 3 Runden hast. Kannst du gar nicht so viel machen. Hätte natürlich ein bisschen mehr Risiko spielen können, Karten einfach mal vom Stapel ziehen. Spiel nochmal. Mein Geld wieder haben. Fledermaus, Fratze hat mir kein Glück gebracht. Aber das wird so ein Ding, ganz ehrlich, wie in The Witcher mit Gwent. Na kommt's, noch eine Runde. Okay, ich hab gewonnen. Na, ein Pasch ist es nicht. Du würfelst nicht, du würfelst. Wenn du würfelst, würfelst du auf Werte und kannst diese Karte mit den 3 Strichen, kann ich dann einen von beiden als Wert geben.
Und das ist ja ein Pärchen, das ist ja schon. Wie wär's damit? Was anderes. So, ihr könnt zahlen jetzt. Ich hab eh gewonnen. Passe. Also das ist die beste, das sind die besten Karten, die du haben kannst. 1-1. Halte. Muss ich dafür ein Tutorial machen für das Spiel? Also für das, für diese Art von Sabak, weil die andere kann ich auch nicht. Oder die immer in den Filmen gespielt wird, die kann ich auch nicht. Passe. Naja, ist egal. Oh, ich hätte fast die 1 nochmal getauscht mit der 1. Er hat jetzt einen Wert von 2. Und er hat auch einen Wert von 2, aber 3-1 ist besser als 2-4. Und damit habe ich die ausgezogen. Pech. Warum? Wind brauchst du mir nicht beibringen, das kann ich. Das habe ich, das habe ich in The Witcher bis das Zeug ist zu schwer zum Tragen. Zum, weiß ich nicht, gespielt. Bist du Kay? Ja. Ich bin es nicht gewohnt zu warten. Ist das so? Man sieht nicht oft Crimson Dawn auf Tatooine. Wer bist du? Mein Name ist Ezok. Ich wurde von Lady Kira höchst selbst auf eine wichtige Rekrutierungsmission geschickt. Aha. Hinter wem bist du her? Ice Varga, Ex-Imperium. Eine brillante Superwaffeningenieurin. Wir wären schon auf halbem Wege zur Vermilion, aber sie reagiert nicht mehr auf ihr Comlink. Vielleicht will sie nicht für dich arbeiten. Bitte. Wer sagt schon Nein zu Crimson Dawn? Sieh in ihrem Unterschlupf nach. Da stimmt was nicht. Du willst dir wohl nicht die Hände schmutzig machen. Gewalt ist nicht mein Geschäft. Na gut, schick mir die Koordinaten. Warum soll ich Quint nicht können? Also in The Witcher ist das ja nicht schwer. Das, nicht das Elfen und, wie heißt denn das normale Deck? Nicht Elfen, nicht Monster. Also ich hatte zwar alle Karten, hätte alle spielen können, aber genau, nördliche Königreiche, die habe ich meistens gespielt. Wobei es eigentlich egal gewesen wäre, weil, wie gesagt, ich hatte alle Karten. So. Aber jetzt will ich mit dem noch reden. Was habe ich denn hier schon wieder neu? Java Sandkriecher. Achso, mit denen muss ich reden, genau. Das habe ich auch. Das zum Ruf verbessern. Ach, auch schwer ging das auch alles. Man muss die dann zwingen, Kacke zu machen. Ne, ist nur anlehnen, nicht zuhören. Geht nur darum, die Gegner zu zwingen, Scheiße zu spielen. Und das ist bei Gwind deutlich einfacher, weil du mehr Karten hast. Du darfst nicht auffallen. Zieh deinen Auftrag durch und verschwinde dann. Kay Vess, Grancha Tatissa Uba Salif. Nicht dein Verdienst. Uba di noa chusa Gigi Hopa. Guspa sa uba wanta dat punkpa. Ja, Trailblazer, Tuamasu. Sie steht nicht zum Verkauf, falls du darauf hinaus willst. Oh, Tagua. Genuma uba no bata ka bolado. Things. No bata. Eko ji chusa sa do grani captain. Gigi Penka venta se venish nulia cha Toshara rul. Gehört Toshara nicht überwiegend zum Pike-Territorium? Minor Miki Day, nu? Ach so, okay. Gut. Du hast deine Pilotin. Grancha.
Japankbasa ati manulia doma toma. Hagwajiska huhawama. Am Anfang habe ich das auch nicht verstanden, das Spiel, aber irgendwann geht das, ne? Sollte leicht sein. Schön, hat funktioniert. Tja, sie ist weg. Vielleicht kann ich herausfinden, wo sie hin ist. Ja, vielleicht. Das weiß ich nicht. Ist der Boss hat es sich anders überlegt. Wir kaufen die Baupläne noch heute. Die Koordinaten sind im Anhang. Hey, okay. Esok. Ich weiß es wohl. Sieht aus, als wäre Eis losgezogen, um Geschäfte mit irgendwelchen Piraten zu machen. Was? Das ist ja furchtbar. Wenigstens habe ich die Koordinaten ihres Treffens. Es findet in einem Lager ganz in der Nähe statt. Worauf wartest du dann noch? Sieh dir das mal an. Solltest... Ach, egal. Ich mach einfach. Nicht hinterfragen. Oh Gott! Da würde ich jetzt mal von ausgehen. Moment, hier erstmal das. Liebe auf Deck 5, Teil 3. Mein Lieblingsbuch. Oder so. Einfach an zweite Stelle, okay. Okay. Aber gut, dass ich einfach eh so viele Chancen habe, wie ich will. Das finde ich gut. Ich weiß ja nicht mal, was da auf der Schatten ist, weil das sind Sachen, die merke ich mir nicht. Aber ich gehe mal von dem Dorf einfach aus. In Heisenberg, dann müsste das was sein, ja. Besorg ich dir Kredit. Suta, Jad Imperiolo Sayaduka. Huha Wama Porco Chekunga Uba. Das muss die Ingenieurin sein. Umonta! So. Eis? Ja, hallo, muss noch was sagen. Danke für die Hilfe. Moment, bist du eine Kopfgeldjägerin? Nein, Esok schickt mich. Ich bin Kay. Gut, dass jemand auf mich aufpasst. Ich dachte, ich könnte selbst eine Abmachung mit dem Piraten treffen. Aber... die Schweine haben mich ans Imperium verkauft. Das heißt, die Imps sind auf dem Weg, um dich zu holen. Ja. Sag mir bitte, dass du einen Gleiter hast. Hab ich. Los geht's. Auf nach Bestien! Esok wird uns helfen können, unterzutauchen. Die Flüchtige wurde in der Nomadenschlucht gesehen. Zum Zielbereich vorrücken und Zielperson festsetzen. So, ich bleib hier, ne? Tschüss. Sagen Sie mal. Mir geht's schon viel besser. So, alle tot. Nee, da kommen noch mehr, okay. Könnt ihr mal schneller kommen? Bitte? Ich kann halt nicht auf alle zielen, das ist halt echt scheiße. Ach, fuck. Gut. Sieht aus, als wäre die Luft jetzt rein. Echt? Wir sollten hier weg.
Achso, du hast kein Dingsbums, glaube ich. Ohne Dingsbums schwierig jetzt, ne? Komm, Rufi hüpft. Ah ne, du hast deinen eigenen, aber komm. Na los, gehen wir. Ne, ich fahre. Kannst gerne gehen, ist kein Problem. Hi Jungs! Ezok, Eis ist bei mir! Das Imperium klebt an uns! Wir kommen zu dir! Das Imperium nicht hierher! Du musst den Planeten verlassen! Wohin du auch willst, solange du die Imps abschüttelst! Ist so weit weg. Fuck you. Jetzt steigen wir ab. Also dir ist schon bewusst, dass die uns angreifen, ne? Ich weiß ja nicht, ob du das gemerkt hast. Jawohl. Jawohl, ja. Hättest du sagen müssen eigentlich. Ich will aber nicht von hier weg jetzt. Dann gehen wir halt weg. Ja.